Ich grüße euch ganz herzlich, beziehungsweise wir, der Papa ist auch hier mit dabei. Wir sind gerade auf dem Weg zum Frauenarzt. Oh mein Gott! Da geht er nicht, da muss ich da bleiben. Okay. Oder Fisch. Wir sind gerade am Gürtel und da ist gerade ein bisschen Stau. Wir sind auf dem Weg zum Frauenarzt und heute lassen wir uns das Geschlecht bestätigen. Ihr wisst ja Bescheid, ich weiß es, oder wir wissen es ja schon. Und heute schauen wir mal. Ihr seid auf jeden Fall schon mega gespannt. Ich habe gestern ein Q&A auf Story gemacht und die meistgestellte Frage ist, wann wisst ihr das Geschlecht? Welches Geschlecht? Wann verratet ihr das Geschlecht? Nur solche Fragen kann man. Hauptsächlich. Das war aber langweilig. Nein. Man darf da mal gehen, wird gleich geköpft. Wir sind auf jeden Fall allein unterwegs, die Kinder sind zu Hause, der Patrick passt auf und wir sind jetzt auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin schon sehr nervös, ich liebe es, Frauenarzttermin. Ich sag's euch, normalerweise bin ich eine, die ein bisschen länger schläft, aber heute habe ich gewusst, Frauenarzttermin. Ich bin super pünktlich, sogar vor dem Bäcker aufgestanden, eine Viertelstunde. Hab geduscht und so, Vorfreude ist auf jeden Fall immer da, Baby anzuschauen. Und ja, wir werden euch, haben wir das Video? Ja, wir haben das Video. Welches Video? Wir werden ja dann, nachdem wir uns das bestätigt haben, lassen wir ein Video drehen, wo wir, das werden wir jetzt vor dem Blog wahrscheinlich rauskommen. Oder schauen wir mal, wir werden es sehen. I don't know. Wir sind fertig. Ich liebe es jedes Mal, das ist so schön, Baby anzuschauen. Und unser Frauenarzt hat uns natürlich das bestätigt, was wir schon gewusst haben oder schon erfahren haben von einem anderen Arzt und ja, jetzt sind wir kurz in die Stadt reingefahren, um Sachen zu kaufen für unser Geschlechtsankündigungsvideo. Da kaufe ich jetzt ein paar Ballons und so irgendwas, schauen wir mal, was wir überhaupt finden. Ich glaube, du musst noch eine weiter, oder? Bitte mal links ab. Die Wiener sind gestresst. Ja, und das machen wir jetzt und dann fahren wir heim. Ich schau mal, vielleicht kann ich euch. Ah, und ich habe beim Frauenarzt so eine Box bekommen mit so Goodies drinnen. Das bekommt dann jede Schwangere. Und zeige ich euch dann, was da drinnen ist. Hallo, meine Lieben, auch von mir. Wir sind vom Frauenarzt und von Einkaufen wieder nach Hause gekommen. Die Mama geht leider nicht gut. Ja. Ich glaube, es ist die Hitze. Ich habe so Kopfschmerzen. Ich habe die Mama Kopfschmerzen gemacht. Jemand hat mir gerade auf Instagram geschrieben, dass angeblich saurer Apfel helfen soll. Grüner Apfel. Vielleicht esse ich so einen. Wir haben vielleicht so einen grünen Apfel im Garten. Oder? Wir haben zwei Bäume im Garten. Ja. Hoho. Geht die ganze Sommer aus. Ja, dann esse ich so einen. Vielleicht fühlst du mir. Ich habe wirklich so Kopfschmerzen, dass man dann auch schon schlecht wird. Wir haben, was die kaufen, wir haben ja gesagt, wir kaufen für Gender Reveal. Auf jeden Fall Ballons und wir verraten es euch noch nicht in dem Video, aber wenn ihr morgen einschaltet, also am Sonntag, dann wisst ihr Bescheid. Da kommt dann so ein kurzes Video online und wir haben noch einige andere Sachen gekauft, die kann ich euch natürlich nicht zeigen, weil die haben die Farbe des Geschlechts. Ja, ich zeige euch, ich wollte euch noch schnell zeigen, was ich beim Frauenarzt bekommen habe. Ich habe nämlich so eine Mutter-Kind-Geschenkbox bekommen. Können wir den Stativ verwenden, weil ich diene jetzt hier als Stativ. Ja, dann stell es hin. Ich habe die Kamera da. Also da drin ist ja mal ganz viel Werbung. Wie immer natürlich. Ist das 100 Euro. Ein leeres Kuvert. Also Handy spenden. Weißt du, was Handy spenden mit? Aber wir haben unsere Handys schon alle gespendet. Dann ein Getränk. Heilwasser, sofort Wirkung bei Sodbrennen. Vielleicht hilft es mir auch gegen Kopfschmerzen. Ja, aber es steht nicht für Kopfschmerzen, sondern nur für Sodbrennen. Boah, das ist das eklige Wasser, was dir so gut schmeckt. Mit Magnesium. Ich habe jetzt einen Zucker gegessen, ich kann es nicht trinken. Boah, das ist ekelhaft, ich mag das Wasser nicht. Es schmeckt so nach Speichel. Und dann gibt es einmal Babyfeuchttücher von Pretty Baby, von dieser Sparmarke. Dann zwei Stück Babywindeln. Ah. Schau mal, wie klein die sind. Und das ist Größe 2. Oh Gott, das wird das Kitze. Waren alle so klein? Die Nummer 1 ist ja noch mal kleiner, ja? Kannst du als Handyhülle verwenden, so klein sind. Wahnsinn, wie man. Oh mein Gott, wie man vergisst. Und das ist schon die zweite Größte. Also die größere Größe.
Da wird nicht viel Katschki gemacht, Mama. Erst danach kommt die. Erst danach beginnt die Hölle. Ja, wenn die Kinder essen, essen, nicht nur Milch trinken. Dann ein Babylätzchen. Und das war's, da gibt's viel Werbung. Wertkanten. Wow, da ist echt viel Werbung. Also als damals mit Patrick schwanger war. Wow, das ist viel Werbung. Als damals mit Patrick schwanger war, stand diese Karo-Kaffee von Nestle. Ah ja, Werbung. Stimmt. Nestle. Aber der ist schon lange dabei, fast beim alle Starterpaket, oder? Aber beim Patrick, da habe ich sogar noch einen richtigen kleinen Kaffee bekommen. Stimmt schon, mit so 100 Gramm. Was ja, und jetzt gibt es ja nochmal sowas. So ein Pröbchen. Ja. Ja, schon. 25% Gutschein. Ja, das ist gut. Bis 30.04. Ja. 2021. Ja. Wäre ja lustig, bis 2020 ist schon abgelaufen. Ja, ziemlich viele Bücher. Ja, viel Papier, Müll. Die rote Tonne freut sich. Und Baby One, was ist das? 10 Euro Gutschein. Ja, das könnte man benötigen, oder? Bitte, Daddy. Das war's. Sonst gibt's nicht. Alles Outdoor. Ah, das ist cool, ja. Weißt du, was mich an das erinnert, Mama? Ah. Das erinnert mich sehr stark an die Zeit, wo wir in 2004... Wo ich da noch in der Tankstelle gearbeitet habe. Ja. Solche Zeitschriften habe ich mir immer angeschaut. Während der Papa, also immer auf mich gewartet hast. Genau. Ich habe in einer Tankstelle gearbeitet, als ich 18 Jahre alt war. Und der Papa hat auf mich gewartet, mich immer abgeholt. Und während ich, bis ich fertig war, hat er das geguckt. Gutschein? Ja, Baby. Das war's jetzt. Das ist eigentlich mein Müll. Schade eigentlich, oder? Ja. Wenn ihr da so viele Boxen habt. Ich habe mindestens einen Kinderwagen erwartet. Aber früher hat es Babyflaschen drin gegeben. Ah ja, Schnuller, irgendein Body mit Pampers, mit einem. Na, Pampers war nicht dabei. Das kommt später. So, ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen. Oder wann drehen wir das Gender Reveal? Machen wir das gleich? Ja. Weil danach, mir geht es dann im Abend immer noch schlecht. Ich habe eh beide Farben auf mich, rosa und blau. Also. Dunkelblau. Und weiße Beine. Boah, das und blendet. Und Chicken Legs. Chicken Legs. Chicken Legs inklusive. Okay, ah ja, wir haben auch so vom Teddy uns wieder so eine Babyballons. Also machen wir das jetzt gleich. Ja, klar. Also gut. So, meine Lieben, wir sind fertig. Wir haben jetzt diese Gender Reveal gedreht, also ein Teil davon, wir müssen noch einen kleinen Teil davon extra drehen, aber das war jetzt ein bisschen eine schwere Geburt. Wir sind noch immer so schick angezogen, ich habe so ein Kleid an, der Papa noch sein Hemd, weil wir dann einfach nur schnell raus wollten. Es war so heiß im Haus, die Kinder haben so geschwitzt und das Licht war so, boah, beim Foto machen, ja. Aber wir haben es geschafft und wie gesagt, ihr seht es dann halt morgen. Ja, Mami. Die Lilly gehen? Nein. Ja. Lara geht morgen. Ah ja, die Lilly, stimmt, die Lara geht morgen. Ja. Und wir fahren jetzt nochmal mit der Family los. Danke. Weil wir ihnen versprochen haben, dass wir zu McDonald's gehen, wenn sie das brav machen. Dieses Gender. Ja. Stimmungs. McDonald's-Stimmung, genau. Und ja. Spielzeug kaufen. Ja, schauen wir mal, ob das Geschäft noch offen hat. Ja, hoffen wir. Hast du gesagt 18:30 Uhr, oder? 18:30 Uhr, aber jetzt ist 10 Uhr. Gehen wir nachher dann zum Ding, wie heißt es? Hofer. Ja. Hofer? Ja, zum Hofer am Schluss. Ja, wir gehen da, also zur Post. Wir müssen genau was von der Post auch holen. Genau, zuerst zur Post und dann zum Müller und dann zum. Ja. Ja. Passt. Na, passt. Wir haben es bei McDonald's geschafft. Kannst du das aufmachen, Basi? Der Basi und der Baba essen nichts, die essen zu Hause. Wo ist der Spielzeug? Michelle hat den 9er Chicken Nuggets. Fertig. Go, Ranger! Oh, ist denn fertig? Ja. Du mal essen, du musst jetzt. Oh. Ich hab jetzt hast du es. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause angekommen. Mama hat sich gerade im Bett gemütlich gemacht, weil ihr nach dem Essen geht genauso schlecht wie vor dem Essen.
Ich und der Patrick, wir haben bei McDonald's nicht gegessen. Ich werde jetzt mit Patrick Püree mit veganen Schnitzel machen. Ich zeige euch, wie das aussieht. Und zwar, wir haben beim Hofer solche Schnitzel gekauft. Der Patrick hat gestern nämlich schon so eine Packung gegessen. Ich habe es von ihm gekostet. Der schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Also sehr, es nähert sich vom Geschmack her sehr, sehr an den Hühnerfleisch. Unser Püree ist noch nicht fertig. Unsere Kartoffeln sind noch im Wasser. Es dauert so circa noch 20 Minuten. Alle anderen Ratons haben schon gegessen, nur ich und der Patrick sind mega hungrig. Aber bevor wir Abendessen essen, muss ich noch geschwind die schwarze Tonne für morgen vorbereiten. Morgen kommt nämlich Restmüll und meine Tonne ist noch nicht auf der Straße gestellt. Das heißt, wenn er morgen fährt und meine Tonne nicht mitnimmt, dann bin ich voll im Eimer. Weil bei uns kommt einmal im Monat und so eine schwarze Tonne bei so vielen Menschen ist es sehr, sehr schnell voll. So, meine Lieben, ich habe mich in der Zwischenzeit umgezogen, ich habe mich gemütlich gemacht. Mit dem Hemd war mir extrem heiß. Jetzt bin ich wieder in der Küche. Ich mache unser Püree weiter. Ich habe in der Fritteuse oder Airfryer besser gesagt unsere Schnitzel für 16 Minuten lang reingegeben. Und ja, jetzt muss ich wieder in der Küche noch da bleiben, bis wann unser Essen fertig ist. Es ist schon soweit, unsere Kartoffeln sind weich genug, um sie zu pürieren. Ich verwende es für unsere Püree immer den veganen Butter. So, meine Lieben, unser Abendessen ist fertig. Schaut so aus. Sehr, sehr lecker. Ich habe ein bisschen Zwiebelringe. Und ja, ich will mal sagen, Mahlzeit. Schaut mal von der Konsistenz her. Schaut wie Fleisch aus. Perfekt. So, ich werde jetzt mal die Kamera ausschalten, weil ich habe einen riesengroßen Hunger und ich kann mich nicht konzentrieren auf Kamera und gleichzeitig auf Essen. Deswegen, nach dem Essen melde ich mich mal wieder. So, meine Lieben, wir sind jetzt mit dem Abendessen fertig. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss.